Die NASA wird in den nächsten 5 Jahren Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen US-Dollar unter 12 Raumfahrtunternehmen verteilen. Wer sich in unserem Milieu herumtreibt, dem wird diese Summe nicht besonders hoch vorkommen. In diesem Video gehen wir der Frage auf den Grund, was die NASA hier für eine Strategie verfolgt, welche Unternehmen begünstigt werden und was sie sich von diesen Investitionen erhofft. Na? Neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wir starten unsere Reise Ende Januar 2022, als bekannt wurde, dass die NASA 12 Unternehmen ausgewählt hat, die im Rahmen der sogenannten Venture Class Acquisition of Dedicated and Rideshare Missionen oder kurz VADER neue Möglichkeiten für wissenschaftliche und technologische Nutzlasten ins All eröffnen sollen. Das soll den wachsenden Markt für kommerzielle Starts in den USA fördern. Klingt ja alles schön, aber was heißt das jetzt? Im Rahmen des VADER-Programms werden wissenschaftliche Missionen und Technologiedemonstrationsaufträge mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen US-Dollar unter 12 Anbietern verteilt. Das entspricht pro Anbieter und Jahr nicht mehr als 5 Millionen US-Dollar. Das ist nicht viel, gebe ich gerne zu. Dennoch haben wir gesehen, was ein kleines Zeichen des Commitments einer Behörde oder eines Landes bewirken kann. Letztes Jahr sicherte sich ESA Aerospace den Sieg beim Microlauncher-Wettbewerb der deutschen Bundesregierung. Demnach wurde ESA Aerospace verpflichtet, bis Ende 2022 eine Rakete zu starten, um den Auftrag dann tatsächlich auch zu erhalten, inklusive der Bezahlung von mickrigen 11 Millionen Euro. Diese vermeintlich mickrig wirkenden 11 Millionen konnte ESA Aerospace aber als Hebel verwenden, um Investoren ins Boot zu holen, die nicht zuletzt auch aufgrund des Commitments der deutschen Bundesregierung mit insgesamt 155 Millionen US-Dollar bei ESA eingestiegen sind. Das entspricht einer Vervierzehnfachung der Auftragssumme. Merkt ihr das für nachher? Das wird noch wichtig werden. Und ESA ist nicht das erste derartige Beispiel für gelungene Förderung. Hier ist Förderung nicht unbedingt das richtige Wort, denn die Unternehmen bekommen keine Subventionen. Sie bekommen lediglich die Zusage der NASA oder in diesem Fall der deutschen Bundesregierung, dass sie bereit sind, ihre Dienstleistungen zu erwerben. Vorausgesetzt natürlich, das Unternehmen erlangt die dazu notwendigen Fähigkeiten. Somit wird die Regierung hier nicht zur Förderstelle, sondern zum Ankerkunden. Diese Sicherheit reicht oft schon aus, um weitere Investoren anzuziehen. So sicherte sich beispielsweise die deutsche Bundesregierung davor ab, Unsummen an Fördermittel auszuzahlen und einen Schuss in den Ofen zu riskieren. Wenn ESA nicht liefern kann, dann wird auch nichts ausgezahlt. Kein einziger Steuereuro wurde riskiert. Denn im Erfolgsfall bekommt die Steuerzahlerin und der Steuerzahler ja einen äquivalenten Gegenwert für die gezahlte Summe. Ich hatte ja schon mal darum gebeten, dass die NASA doch bitte aufhören soll, Raketen zu bauen. Wie es aussieht, tun sie gerade genau das. Danke NASA. VADER beinhaltet auch eine Klausel, die sicherstellt, dass weitere etablierte, aber vor allem auch neue Unternehmen ebenfalls in dieses Programm einsteigen können. Das Programm lässt der NASA viel Spielraum. Du wirst gleich sehen, was ich damit meine. Die NASA hatte schon Ende 2017 neue Regularien auf den Weg gebracht, die den schnellen Fortschritt von risikoreichen Projekten sicherstellen sollten. Diese sogenannten Class D-Missionen erfordern ein niedrigeres Level an Bürokratie, um den Forschenden mehr Spielraum für innovative Herangehensweisen zu geben. Thomas Sörbuchen, wissenschaftlicher Leiter der NASA, sagte dazu beim Townhall-Meeting der NASA im Dezember 2017, wir wollen sicherstellen, dass wir nicht zu stark in diese Missionen eingreifen. Wissenschaftliche Missionen der Klasse D sind definiert als solche, die nicht mehr als 150 Millionen US-Dollar kosten, ohne Start und relativ kurzlebig und von bescheidener Komplexität sein sollen, die bei Bedarf neu geflogen werden können. Sie stehen am entgegengesetzten Ende des Risikospektrums von Missionen der Klasse A wie dem James Webb Space Telescope und der Mars 2020 Rover Missionen. Mit hohen Kosten und Komplexität und ohne Chance auf einen erneuten Start. Wenn du etwas aus meinen Videos mitnehmen kannst und du mich unterstützen willst, dann findest du alle Infos zu meinem Patreon und Kanalmitgliedschaften in der Videobeschreibung unten. Danke dir. Werfen wir einen Blick auf die 12 Preisträger. Hier gehen wir alphabetisch vor.
und wirklich nur ganz kurz. Aber schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du mehr über bestimmte Anbieter wissen willst. ABL Space Systems entwickelt gerade die RS-1 Rakete. Die zweistufige Rakete soll Nutzlasten von bis zu 1350 Kilogramm in einen niedrigen Orbit befördern können. Dafür hat sie in der ersten Stufe 9 E2 Triebwerke, die mit flüssigem Sauerstoff und Kerosin gespeist werden. Die zweite Stufe verwendet eine vakuumoptimierte Version des E2 Triebwerks. Mit fast 27 Metern Länge ist sie größer als Rocket Labs Electron und spielt eher in einer Liga mit ESA Aerospace's Spectrum und den anderen deutschen Startups. Kann aber 350 Kilogramm mehr transportieren. ABL wirbt damit, von überall starten zu können. Sie können alle ihre Systeme inklusive Mission Control in Containern unterbringen und überall hin verfrachten. Ein Start soll 12 Millionen US-Dollar kosten. Astra kennen viele von euch vermutlich schon von ihrem spektakulären Fehlstart vergangenes Jahr. Davon haben sie sich aber schnell erholt und kurz darauf einen Orbit erreicht. Dieses Jahr sind weitere Flüge geplant. Blue Origin hat es sich auch nicht nehmen lassen, hier dabei zu sein. Mal sehen, ob sie es schaffen, dieses Jahr wirklich ihre New Glenn-Rakete fliegen zu lassen. Ich glaube nicht, denn es gibt noch immer keine flugtauglichen BE-4-Triebwerke. Sei nicht wie Blue Origin und abonniere Mars Chroniken auf YouTube. L2 Solutions ist in erster Linie eine Firma mit einer unglaublich hässlichen Website. Oh, Entschuldigung. Okay, okay. Danke. Sorry, das war 2001. Es will seine Website zurückhaben. L2 Solutions scheint ein Unternehmen zu sein, welches sich mit Sicherheit und Risikomanagement beschäftigt. Die sollten mal das Risiko einer schlechten Internetseite kalkulieren. Von Sicherheitsschulungen über Training mit Gefahrengütern bis hin zu Consulting für verschiedenste Gewerbe bieten sie eine breite Palette an Dienstleistungen an. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in diesem Ökosystem eine Daseinsberechtigung haben, aber ich finde dieses Unternehmen einfach suspekt. Kann mir nicht helfen. Bitte schau mal selbst auf die Seite und schreib mir, was du davon hältst. Das ist doch nicht seriös, oder? Northrop Grumman werden viele von euch schon kennen. Sie gehören zu den größten Playern der Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtbranche. Mit 97.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 gehören sie in dieser Liste definitiv zu den etablierteren Unternehmen. Obwohl sie auch viele Waffen bauen oder gerade deswegen, haben sie unglaubliche Technik entwickelt, die uns bei unseren Abenteuern im Universum sehr behilflich sein wird. Und genau das meine ich, wenn ich sage, dass man Rüstungsunternehmen sehr leicht in Tech-Unternehmen umwandeln könnte. Aber das ist wieder mein Utopismus. Kommen wir zurück zu den Preisträgern. Phantom Space Corporation ist ein US-amerikanisches Raketen-Startup mit Sitz in Tucson, Arizona. Daytona, ihre zweistufige Rakete, soll mal 450 Kilogramm für 4 Millionen US-Dollar in einen niedrigen Erdorbit befördern können. Ihre Hadley-Triebwerke lassen sie von USA Major Technologies aus Lafayette, Kalifornien bauen und liefern. Hadley verwendet ebenfalls Kerosin und Sauerstoff als Treibstoff. Triebwerke bauen ist schwer. Ich hoffe, dass dieser Plan, den Bau der Triebwerke auszulagern, aufgeht. Du kannst Jeff Bezos fragen, wie hart es ist, ein funktionierendes Triebwerk zu entwickeln. Da können dir die Russen, die Amis, die Chinesen und alle anderen, die jemals ein Triebwerk gebaut haben, ein Lied von singen. Es ist schon hier zu erkennen, wie verschieden die genannten Anbieter bisher schon sind. Das ist alles Teil der sogenannten Venture Class Acquisition Richtlinien. Auf Deutsch etwa mit Wagnisklasse Erwerb zu übersetzen. Also ein Erwerb behaftet mit gewissen Risiken. In diesem Programm findet man natürlich keine astronautischen Missionen. Der NASA ist einfach klar, dass Raumfahrt gerade in den Anfangstagen eines Unternehmens schwer ist und Risiken birgt. Aber Risiken, die man eingehen sollte. Bereits 2015 hatten Firefly, Rocket Lab und Virgin Galactic jeweils 5 bis 7 Millionen US-Dollar im Rahmen des Launch Services Programms erhalten, weil sie in dieser Wagnisklasse gefallen sind. Lass gerne einen Daumen hoch da, wenn dir die heutige Ausgabe gefällt. Das hilft sehr. Danke dir. Das nächste Unternehmen ist einer meiner persönlichen Lieblinge. Die Rede ist von Relativity Space. Sie haben 3D-Druckverfahren entwickelt, die es ihnen erlauben, alle Teile ihrer Rakete mit 3D-Druckern herzustellen. Das reduziert die Anzahl der Einzelteile von Hunderttausenden auf einige wenige. Sie arbeiten im Moment an zwei verschiedenen Systemen. Die kleinere der beiden, die Terran 1, ist eine zweistufige Rakete. Die erste Stufe verwendet 9 und die zweite Stufe ein Eon 1 Triebwerk. Kennen wir doch von irgendwoher.
Terran 1 soll 1250 Kilogramm für 12 Millionen US-Dollar in einen niedrigen Erdorbit befördern können. Terran R, die größere der beiden Systeme, soll eine vollständig wiederverwendbare Rakete sein. Ähnlich wie Starship, nur viel kleiner. Ich finde das Design klasse. Sie haben sich von der Natur inspirieren lassen. Ich denke, ein wenig Inspiration von SpaceX war da auch im Spiel. Diese Rakete soll SpaceX's Falcon 9 direkte Konkurrenz machen. Kreativerweise haben sie das dazugehörige Triebwerk Aeon R genannt. Aber die erste Stufe verwendet nicht 9, sondern 7 solcher Triebwerke. Die zweite Stufe der Terran R wird eine weiterentwickelte Version der Aeon 1 Triebwerke verwenden. Ich finde die Terran R echt eindrucksvoll. Sie soll vollständig wiederverwendbar 20 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit bringen können. Der Jungfernflug der Terran 1 sollte dieses oder nächstes Quartal stattfinden. Terran R wird erst 2024 abheben. So zumindest der Plan. Wenn dich interessiert, woher ich meine Informationen beziehe, dann kannst du mir gerne in den sozialen Medien folgen. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Gleich zwei Lieblinge hintereinander. Denn der nächste Preisträger ist Rocket Lab. Sie haben ihre Electron bereits in Vollbetrieb und arbeiten an der Neutron. Dazu habe ich in dem Video in der Infobox einen ausführlichen Beitrag gebracht. Gut zu wissen, dass sie hier ein wenig extra Unterstützung der NASA zugesichert bekommen haben. Vom nächsten Preisträger hast du vermutlich noch nie etwas gehört, aber etwas gesehen, ohne es zu wissen. Spaceflight Inc. hat sich darauf spezialisiert, Rideshare- und Sekundärmissionen zu organisieren. Sie kümmern sich um die Zertifizierung der Hardware und entwickeln ihr eigenes Sherpa. Sherpa ist ein Verteilsystem für eben solche Rideshare-Missionen, bei denen Dutzende Satelliten auf einmal hochgeschossen und einzeln oder in Gruppen im Orbit verteilt werden. SpaceX hält übrigens den Rekord für die meisten Satelliten in einer Rideshare-Mission. Bei der Transporter 1-Mission im Januar 2021 beförderte die zweite Stufe der Falcon 9 143 Satelliten gleichzeitig in die Erdumlaufbahn. Ich weiß nicht, ob du den nächsten Preisträger kennst. Sagte der Name Space Exploration Technologies Corporation etwas? Richtig. So heißt SpaceX in Wirklichkeit. Das ist so wie der eine Freund, den jeder nur beim Spitznamen kennt und keiner weiß, wie er wirklich heißt. Zu SpaceX muss ich nicht viel sagen, denke ich. Außer, dass es mich nicht wundert, dass sie wieder einmal abräumen. Es wird echt wieder langsam Zeit für ein ausführliches Starship-Update. Oder was sagst du? Brauchen wir ein Mars-Chroniken-Starship-Update oder ist das keine so gute Idee? Kommen wir zu den letzten zwei Kandidaten. United Launch Services LLC aus Centennial, Colorado ist nicht zu verwechseln mit United Launch Alliance. United Launch Services LLC ist ein Luft- und Raumfahrt-Zulieferer. Und zu guter Letzt Virgin Orbit aus Long Beach, Kalifornien. Diese haben bereits zwei erfolgreiche kommerzielle Starts mit ihrer Launcher One durchgeführt. Ich habe die letzte Virgin Orbit Mission gestreamt. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung unten. Wenn diese 300 Millionen US-Dollar die gleiche Hebelwirkung wie bei ESA Aerospace erzielen, dann könnten die Preisträger in den nächsten Jahren etwa 4,2 Milliarden US-Dollar an Wagnis- und Investmentkapital in den Weltraumsektor locken. Wie findest du diese Strategie der NASA, Startups, aber auch etablierte Player anzuregen, innovative Dienstleistungen zu entwickeln? Findest du, dass wir auch mehr solcher Programme in Europa brauchen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Danke fürs Einschalten. Per Aspera, ad Astra.